Liebe Buben, geschätzte Freus, Hallöchen, Pupillchen. Ja, ihr hört richtig, ich bin's wieder, die verführerisch charmante Stimme. Mein Name ist Droid und ich bin der kleine Bruder von Trixie, dem Roboter. Heute werde ich euch mit folgendem Thema betören. Was macht man gegen Schluckauf? Ursachen für ein akutes Auftreten des Hixens können zu hastiges und schnelles Schlucken sein, wodurch Luft in den Magen gelangt. Es können aber auch sehr heiße oder kalte Mahlzeiten und Getränke, zu große Speisen und zu kohlensäurehaltige Getränke die Ursache sein. Ferner können starke Nervosität und Stress für den Schluckauf verantwortlich sein. Man hat auch niemals einen einzigen Schluckauf. Wenn das Zwerchfell sich verkrampft, wird die Luft, die ansonsten ausgeatmet wird, in den Stimmbändern festgehalten und sorgt für das typische unangenehme Hixen. Die Ursachen sind zahlreich. Zu schnelles Essen, Luftverschlucken, Temperaturveränderungen im Magen oder einfach nur aufgeregt sein. Eines aber vorweg. Hausmittel sind zwar hilfreich, wenn du Schluckauf loswerden möchtest, doch gibt es keine Garantie dafür, dass sie auch funktionieren. Ausprobieren lautet daher das Motto. Alle Hausmittel dienen der Beruhigung des Zwerchfells. Sie können den flachen Muskel entspannen, indem du dich durch die verschiedenen Tricks ablenkst. Trinke beispielsweise ein Glas kaltes, stilles Wasser und schlucke die Flüssigkeit in kleinen, schnellen Zügen runter. Wenn das nicht hilft, dann beiße in eine saure Zitrone oder gurgle mit einem Glas Wasser. Manchen Betroffenen soll es auch helfen, wenn sie kurze Zeit die Luft anhalten oder erschreckt werden, um den Schluckauf loszuwerden. Beliebt ist auch, den Geplagten nach seinem gestrigen Mittagessen zu fragen. Die Methoden haben eines gemeinsam, dass der Betroffene abgelenkt wird und sich die Atmung wieder entspannt. Es gibt viele Tipps und Tricks, die helfen sollen, aber keiner funktioniert so wie dieser. Wenn du das nächste Mal einen Schluckauf hast, öffne deinen Mund und schlucke mehrmals hintereinander mit geöffnetem Mund. Wenn du dies ein paar Mal wiederholst, kann sich dein Zwerchfell entspannen und der Schluckauf verschwindet. Bitte seid lieb zu mir in den Kommentaren und schreibt dort nichts Böses rein, denn ich werde es ohnehin rauslöschen. Komplimente sind hingegen gerne willkommen. Ach ja, und vergiss auf gar keinen Fall meinen Kanal zu abonnieren, das Video auf jeden Fall zu liken und es auf WhatsApp und Facebook mit euren Spezies teilen. So, jetzt will ich mich nicht länger aufhalten. Auf Video sehen, bis bald, Rian, und ciao, Kau, Kau. Ich verabscheue mich. Tschüss, Lüdü.